deutsche Mannschaft ist im Flow. Das Publikum kommt mit. Wir dürfen nur nicht in Gefahr laufen, jetzt schon uns zum großen Favoriten zu machen. Auch das Spiel gegen die Schweiz muss erstmal gewonnen werden. Wir sind qualifiziert, aber es wäre sehr, sehr gut, wenn wir als Gruppenerster unsere Gruppe beenden würden. Liebe Wettfreunde, die Deutschen sind bereits qualifiziert, unsere Nationalmannschaft bereits jetzt schon qualifiziert. Fürs Achtelfinale ist das ein tolles Gefühl, wenn ich an die letzten Turniere denke, da war es ein klein wenig anders. Die deutsche Mannschaft, erstes Spiel hervorragend, wirklich offensiv gut ausgerichtet, gut gespielt, alles unter Kontrolle gehabt, 5:1, naja gut, muss nicht unbedingt sein, dass jedes Spiel so abläuft. Wir wussten ja, dass es schwerer wird, die Ungarn haben uns auch schwerer gemacht, das muss man zweifelsfrei sagen. Der 2:0-Sieg verdient, überhaupt keine Frage, aber der deckt natürlich einige Sachen auf, die zweifelsfrei noch vorhanden sind. Schwächen im Abwehrbereich, glücklicherweise ein überragender Manuel Neuer, keine Diskussion, also mehr über ihn. Die Ungarn hätten durchaus bereits in den ersten Minuten schon in Führung gehen können. Aber jetzt kommt das Ja-Aber, wer Neuer hat, kann sich auf Neuer verlassen. Wer sich auf Neuer verlässt, weiß, dass die Null auch stehen kann. Die Vorwärtsbewegung sehr kontrolliert. Im Abschluss selber, im Zentrum, waren wir nicht unbedingt gefährlich, aber wir haben ja Kreativspieler, die im Offensivbereich eingesetzt werden, wie Musiala, wie Wirtz, der diesmal nicht so unbedingt ein Spiel fand, aber wie Ilkay Gündoğan. Gündoğan, unser Kapitän, hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Nicht nur, weil er an einem Tor beteiligt war, ein Tor selbst erzielt hat, sondern weil er wirklich in der Offensive immer die Schaltstation war. Er weiß, wann er vorne anläuft, er weiß, wie er die Ordnung hält, er weiß, welche Pässe er wohin spielt. Also wirklich, die Achse scheint zu stehen. Sie entwickelt sich immer besser. Die deutsche Mannschaft ist im Flow. Das Publikum kommt mit. Wir dürfen nur nicht in Gefahr laufen, jetzt schon uns zum großen Favoriten zu machen. Auch das Spiel gegen die Schweiz muss erstmal gewonnen werden. Wir sind qualifiziert, aber es wäre sehr, sehr gut, wenn wir als Gruppenerster unsere Gruppe beenden würden. Ich bin davon überzeugt, dass wir dazu in der Lage sind. Bitte, Julian Nagelsmann, keine große Rotation. Lass diese Truppe weiter auflaufen. Ja, liebe Weltfreunde, die Eindrücke bisher, der zweite Spieltag ist beendet, sind für mich mehr als positiv. Die Erwartungen sind übertroffen. Vom spielerischen her kann man bei dem einen oder anderen, nehmen wir mal die Kroaten, ein paar Fragezeichen stellen. Die Entwicklung bei unserer Nationalmannschaft, toll, konnte man nicht mitrechnen, überhaupt keine Frage. Die Ungarn, mehr oder weniger, enttäuschen, wenn wir auf unsere Gruppe weitergehen. Die Engländer haben einen Ansatz gezeigt, in Gelsenkirchen im Spiel gegen die Serben, wozu sie imstande wären, aber noch nicht sind. Die Entwicklung ist so, dass für mich persönlich eine Spielerpersönlichkeit, die noch keine Persönlichkeit ist, sich herausgestellt hat bei den Spaniern. Jamal auf der rechten Seite ist also unfassbar, 16 Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Unglaublich, was der Junge für ein Potenzial hat, wenn das so weitergeht. Ich habe prognostiziert, überheblich nicht, aber arrogant auch nicht, aber euphorisch, wie ich schnell werden kann, das könnte der neue Messi werden. Da müssen wir natürlich ein klein wenig mit abwarten, aber die spielerische Entwicklung ist gut, bei fast allen Mannschaften steht im Vordergrund die Spieleröffnung. Bei fast allen Mannschaften steht im Vordergrund, spielerisch Dinge zu lösen. Keine großen Tretereien, keine einfachen Fußballweisheiten, die man normalerweise neu erfinden müsste. Nein, die Stimmung ist überragend gut und das freut mich eigentlich am meisten. In den letzten oder vor den letzten Turnieren wurde diskutiert über irgendwelche politischen Dinge. Es wurde diskutiert über die Armbinden, die man tragen muss oder nicht tragen darf. Es wurde über alles geredet, nur nicht über Fußball. Und jetzt, im Vorfeld dieser Europameisterschaft, war die Freude schon zu verspüren und die Stimmung auf den Rängen unglaublich toll, unglaublich toll. Unterstreicht das Ganze nochmal. Die Freude auf den Fußball ist wieder entstanden. 2006, reloaded will ich nicht unbedingt sagen. Das Wetter ist nicht ganz so gut, aber die Stimmungslage entwickelt sich immer mehr, immer mehr. Und ich freue mich bereits jetzt schon auf die nächsten Spiele. Ja, liebe Wettfreunde. Die Tipps laufen ja wunderbar und prächtig. Der erste Tipp von mir war richtig. Jetzt das Spiel gegen die Ungarn habe ich getroffen, wunderbar. Jetzt kommt das tolle Spiel. Entscheidendes Spiel um den Gruppensieg, der ja sehr, sehr wichtig ist. Deutschland gegen die Schweiz. Für mich eine klare Angelegenheit, so klar wie es nicht. 2:1, wir kriegen ein Gegentor, werden wir gewinnen. Demzufolge Tabellenerster bleiben. Und demzufolge erwartet uns dann im Halbfinale, Viertelfinale. Im Achtelfinale können wir es ausrechnen, aber alles andere lassen wir auf uns zukommen. Viel Spaß dabei. Ciao, euer Peter Neurohr.